Und wir machen hier so Faxen. Mich würde interessieren, ob wir den backstabben können. Sofort drauf, sofort drauf. Oh, verdammt. Was wir aufs Maul bekommen haben von dem. Hau ab. Ja, das Kampfsystem ist schon... Wow, ist schon... Wow, wow. Nah dran an... An Demon Souls. Aber wir können halt nicht blocken. Und wir müssen in Bewegung bleiben. Wow, wow. Shit, der hat zwar nicht die volle Energie, aber er ist trotzdem... saugefährlich und ich will ihn umbringen. Aber wir haben keine Chance. Ich weiß nicht, ob wir sterben müssen. Gestorben, das ist mir schon klar, du Banane. Ich habe ja auch keine Waffe. Ja, also diese Ladezeit werde ich jetzt noch nicht skippen, weil ich selber mal kurz sehen will, einfach nur, wie lange das wirklich dauert. Das ging ja jetzt noch, oder? Das war ja jetzt... Aber ich glaube, das hat nichts mit dem Tod zu tun, weil ich denke, wir sterben so oder so an dieser Stelle. Und wachen dann im Paradies auf und das Spiel ist zu Ende. Bloodborne geht ja auch ein bisschen mehr in Richtung Horror, was ich schon mal sehr feier. Traum des Jägers. Also ich würde sagen, wir sollten hier landen. Wir haben Grabsteine, wir haben irgendeine Frau. Wir haben da was. Es sieht eigentlich wirklich nett aus hier. Das muss ich... Oh, wer, was seid... Ach, ihr wieder. Wenn man von einem Gegner Schaden nimmt, kann man innerhalb eines kurzen Zeitfensters eine gewisse Menge GP erneuern, wenn man den Gegner angreift. Und was ist GP? Ist das unsere Energie, oder? Oh, lauter Hinweise. R1, bei einem taumelnden Gegner, Eingeweidegriff. Lecker. Was habt ihr mir zu sagen? Das Abfeuern der Feuerwaffe unterbricht einen Gegner und lässt ihn taumeln, wenn rechtzeitig auf seinen Angriff reagiert wird. Ah, so eine Art Konter. Alles klar. Den Gegner von hinten mit einem geladenen Angriff zu treffen, lässt ihn taumeln. Okay. R2, starker Angriff. R2 gedrückt halten, geladener Angriff. Laden wir mal auf. Ah, alles klar. Wissen wir das auch? L1. Waffe transformieren, transformierter Angriff. Ja, okay, wir haben keine Waffe, deswegen können wir auch nichts machen. Wir laufen jetzt einmal hier eine Runde. Das sieht schon schick aus, ey. Wirklich. Gefällt mir. Waffen wechseln. Ja, einfach durchschalten. Gegenstand verwenden mit Viereck. Gegenstand wechseln. Da, aber brauchen wir auch noch nicht. Haben wir ja auch noch nichts. Und was seid ihr für Fritzpiepen hier? Ja, Rennen habe ich ja schon selber rausgefunden. So, alles klar. Hier kann man herlaufen, aber bringt nichts. Springen können wir, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich nicht rausgefunden, wie. Was können wir daher? Fest verschlossen, ja. Können wir nicht. Die Treppe hier können wir noch hoch. Oh, was habt ihr noch zu sagen? Gesten. Gesten und persönliche Gegenstände. Ach wie, wenn wir hier auf die Seite klicken, persönliche Gegenstände und hier Gesten. Geil! Ich wusste gar nicht, dass das Touchpad von dem Gamepad zwei Felder hat. Ich dachte immer, das wäre ein Feld. Wenn ich so mache, müsste der ja eine Geste machen, aber das macht er nicht. Oder muss ich das so machen? Yay! Macht er das auch so? Schwungvoll bewegen. Mache ich doch.
Okay, geht nicht. Ah, ist ja auch nicht so wichtig. Wir sind ja nicht hier, um Faxen zu machen. So, was haben wir hier? Ne, das sind alles die, die haben wir schon gelesen. Was ist hier? Grabstein von Yarnam. Okay, Yarnam. Erwachensgrabstein. Was haben wir hier? Erwachensgrabstein. Und hier haben wir auch einen Erwachensgrabstein. Okay, da können wir nichts. Man, hier haben wir auch überall noch diese kleinen komischen Viecher. Was ist das hier eigentlich? Die Boten bieten dir eine Trickwaffe an. Wähle eine aus. Trickwaffen werden mit der rechten Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. Ach nee. Wir können uns die Jägeraxt, gewundenen Stock oder das Sägehackbeil nehmen. Gut, die Haltbarkeit ist natürlich bei dem Hackbeil nicht so hoch wie bei der Axt. Okay, physischer Angriff. Die Axt ist also schon irgendwie am geilsten. Dieser komische Stock kann gar nichts. Aber skaliert mit Stärke. Ne, mit Stärke gar nicht mal so gut. Mit Geschick ein bisschen. Den wollen wir ja mal gar nicht. Anforderungen ist scheißegal. Also ich wäre erstmal für das Sägehackbeil, auch wenn die Axt irgendwie stärker ist. Gewicht scheint keine Rolle zu spielen. Zumindest finde ich hier keine Angabe, wo Gewicht sein könnte. Oder nehmen wir die Jägeraxt? Ich denke, wir nehmen die Jägeraxt. So, jetzt haben wir die Jägeraxt. Warum tut er das nur? Ich weiß nicht mal, was das ist. Naja, egal. Moment. Nein, falsch. Ins Inventar. Und da haben wir die Jägeraxt. Verwenden. Geht natürlich nicht. Warum nicht? Wir können anzeigen lassen. Okay. Was? Hupsala. Verdrückt. Hupsala. Ist es denn wahr? Moment, Moment, Moment. Ich muss mich erstmal an diese Steuerung wieder rantasten. Ach ja, das Spiel läuft übrigens auch weiter, deswegen können wir die Kamera im Hintergrund bewegen. Also muss man das Menü auch schon ein bisschen beherrschen. Ja, großartig sehen tut man hier auch nichts. Das ist die Jägeraxt. Gelagert haben wir davon keine, im Besitz haben wir eine. Eine Trickwaffe aus der Werkstatt, die für gewöhnlich bei der Jagd verwendet wird, behält die Eigenschaften einer Axt, bietet dank Verwandlung aber mehr Angriffsmöglichkeiten, verfügt über einen stärkeren, stumpfen Schlag mit hohem Widerstandspotenzial, was sie früher auch, früher war ein bisschen Henker zu spielen. Okay, nicht allzu interessant, aber es ist ja auch die erste Waffe. Ich würde sie aber gerne ausrüsten. Hallo? Muss ich da auf meinen Status gehen? Nee. Ach so, hier, Waffen. So, jetzt ist sie ausgerüstet. So, was habe ich so für Moves drauf? Ah, okay, wir haben vier Schläge. Ja, vier, eins, zwei, drei und vier. Super, unser geladener Angriff ist schon ein richtiger Peter-Hackebeil. Okay, zwei starke können wir mal. Alles klar, hier sind noch mehr, da gucken wir uns auch mal an. Die Boten bieten dir eine Feuerwaffe an. Wähle eine aus. Feuerwaffen werden mit der linken Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. Okay, gucken wir mal rein. Die Jägerpistole und die Jäger-Donnerbüchse. Die Donnerbüchse ist länger haltbar wieder. QS-Kugeln-Verwendung. Eine. Blutangriff 20, Blutangriff 70 plus 1, okay. Ansonsten nichts, aber hier würde ich mich für die Jägerpistole erstmal entscheiden. Weil sie ein bisschen mehr Blutangriff hat. Ich weiß natürlich nicht, was das ist, aber wir nehmen die. Nein, nein, wir nehmen schon die, so. Und auch hier werden wir uns
Im Inventar kurz mal die Pistole anschauen. Da ist das gute Stück. Pistole für die Jagd aus der Werkstatt. Jägerschusswaffen werden speziell hergestellt, um Quecksilberkugeln. Ach, deswegen Q. Okay, Quecksilberkugeln mit dem Blut des Trägers zu verwenden, welche den Schaden gegen Bestien erhöht. Da die Pistole schneller als die Donnerbüchse gezogen werden kann, kann der Träger schneller einen Gegenangriff starten. Klingt ja gut und vernünftig. Entschuldigung, es muss diese Hand sein. So. Alles klar. Ah, oh, hallo. Und jetzt haben wir auf einmal so eine schicke Stab-Axt. Das ist ja mal richtig geil. Also von einer kleinen, etwas wendigeren Axt einfach zack in die große morphen und dann kann man hier richtig auf die Kacke hauen. Das ist super. Finde ich ja richtig geil. So, und mit dem hier. Pang. Super. Okay, jetzt habe ich noch 5 Kugeln oder so. So, da ist nicht. Was hast du noch? Bartboote. Mit Booten mit Blutechos handeln, um Gegenstände zu kaufen und zu verkaufen. Okay. Gegenstände erlangen oder verkaufen. Erlangen, wir können ja, haben ja nichts zu verkaufen erstmal. Blutfiole kostet 180 Blutechos. Ne, 10 Quecksilberkugeln kosten 160. Molotow-Cocktail, der explodiert, wenn er geworfen wird. 180 Kiesel. Runde Kiesel, die auf Ziele geworfen werden können, kosten 10. Okay, hier haben wir dann erstmal nichts. Oh, Jana am Jägermütze. Ah, jetzt fängt das Looten hier an. Also das ganze Zeug, was man da bekommen kann. Das ist schon nicht ohne. Kostet aber auch eine Menge. Ja, also. Also wenn ihr euch diese ganzen Dinger durchlesen möchtet, hups, ich werde alle Waffen, die ich finde, und alle Kleidungsstücke auf jeden Fall so einblenden, damit ihr das auf Pause machen könnt und euch durchlesen könnt, was da steht. Denn das Spiel wird eine Story zwar erzählen, die mit Sicherheit nicht schlecht ist, aber durch das Lesen dieser Gegenstandsbeschreibungen, wird man noch viel, viel mehr erfahren, als einem die Story so hergibt. Jedenfalls war das so bei Demon's Souls und bei Dark Souls. Und weiter hat er nichts. Okay, wir handeln natürlich jetzt erstmal nicht, weil bringt ja nichts. Hier sind noch mehr Grabsteine. Provisorischer Altar. Erstes Ritualaltar, zweites Ritual. Ich weiß halt überhaupt nicht, was das ist, ey. Das ähnelt hier auch irgendwie dem Nexus. Ja, drittes, viertes, fünftes wahrscheinlich und sechstes. Nee, letztes. Weiß ich noch nicht. Ich will erstmal noch jetzt mit der Frau reden. Wie gesagt, die ersten Parts oder die ersten 2 Folgen vielleicht oder 3. Da wird noch nicht so viel passieren, weil ich mich erstmal hier ein bisschen umschauen muss. Aber hier ist eine Frau. Was gar keine Frau ist, das ist eine Puppe. Eine verlassene Puppe. Ich denke die ganze Zeit, da sitzt jemand. Ach du Scheiße, dann gehen wir jetzt hier rein. Ist fest verschlossen, natürlich ist fest verschlossen. Habe ich mit euch schon gequatscht? Nein, ein Notizbuch von den Boten. Hinterlasse Nachrichten bei diesen treuen Dienern, um sie mit den anderen Welten zu teilen. Ah, das kennen wir natürlich auch aus anderen From Software-Spielen. So können wir dann Nachrichten hinterlassen und man kann die halt lesen. Auch andere können Nachrichten hinterlassen. Oh, was haben wir hier schon was entdeckt? Mit Einsicht kaufen. Dieses Bad scheint mit dem Albtraum verbunden zu sein, aber es gibt keine Boten. Na, diese Tür ist auch fest verschlossen und diese hier. Ja, super. Alles ist fest verschlossen. Da muss ich wohl an irgendeinen Grabstein dran gehen. Also ich will jetzt hier nicht unbedingt schon. Aber hier sind die einzigen Diener. Grabstein von.
Ja, Namen. Überall bei den anderen Dingern. Oder sitzen die auch welche? Nee. Kann man da was machen? Kelch der kurzen Ritualwurzel. Für Rituale benötigt. Ach so, da brauche ich Sachen für. Alles klar. Ja gut, Janam, von dem Ort haben sie auf jeden Fall geredet. Deswegen. Ja, da möchte ich aufwachen. Krankenzimmer im Erdgeschoss. Ah, da wir wachen jetzt dort auf, wo wir gestorben sind. Dann fungiert das Ganze doch tatsächlich als Nexus. Das ist ja gut. Dann weiß ich immer, dass ich an einem schönen Friedhof lande, wenn ich sterbe. Das ist sehr beruhigend. Aber jetzt können wir diesem komischen Werwolf mal den Arsch aufreißen. Das ist doch hervorragend. Das wünsche ich mir doch. Jetzt haben wir eine schöne Donnerbüchse. Ne, so ein Jägerdingen haben wir ja, so ein Schuss Gedöns und eine super Axt, die wir auch noch in eine Stabaxt morphen können. Also dieses Morph-Feature finde ich geil. So, was ist jetzt hier los? Hier ist eine Laterne. In den Traum des Jägers zurückkehren. Nein, das möchte ich nicht. Angriff, rechte Waffe. Ah, Rückschritt, wenn ich einfach nur drücke. Rolle und Schritt plus das, also so. Wenn ich. Ja, alles klar. Okay. Okay. Und so macht er den Schritt. Alles klar. Ein bisschen rumgefummelt. So, was haben wir hier? Ja, das kriege ich noch so gerade auf die Kette. Schießen kriege ich auch noch hin. Was hast du noch zu sagen? Ziel an, wir sehen alles klar. Ja, wir sind ja hier drauf gegangen. Bei diesem blöden Mistvieh. Wenn ein Ziel anvisier ist, machst du einen schnellen Schritt statt eine Rolle. Ah, dann macht er hier diese Schritte. Oh, das war ein bisschen laut. So, und jetzt Hacke Peter, Hacke Peter. So, Blutechos erlangt, die ich verloren habe. Und wir sehen, da ist direkt ein Shiny oder so aufgetaucht. Aber ich kann. Ah, doch, hier. Leiche durchsuchen. Drei Blutfiolen. So, Blutfiolen wird wahrscheinlich, das schätze ich einfach mal, sowas sein wie die Estus-Flakons. Aber wir können ja einfach mal reingucken und dann werden wir schlauer. Oder auch nicht, weil im Inventar tauchen die gar nicht auf. Klasse. Okay, warum tauchen die nicht auf? Warum kann ich nicht gucken, was das ist? Hello? Ne, tatsächlich kann ich das nicht sehen. Wir haben auf jeden Fall den ersten getötet und der hat. Ach nein, ist das der? Der alte Mann, ist der das? Das könnte der sein, ne? Der uns da diese Fusion gegeben hat. Okay, was haben wir hier? GP erneuern. Blutfiole verwenden. Ja, genau, das ist das. Also mit Dreieck können wir einfach die Blutfiole verwenden. Und da haben wir noch zwei. So, jetzt haben wir fünf. Fünf Blutfiolen. Ich muss einfach wissen, ob hier irgendwas rausfällt, wenn ich das kaputt dresche. Sieht erstmal nicht so aus. So, jetzt können wir hier auch raus. Und so kommen wir wirklich in die Welt hinein. Oh yeah. Was ist das hier? Ich höre hier was laufen.